In Bremen läuft derzeit ein spannender Prozess. Ein Deutsch-Russe soll seine Frau Ekaterina getötet und zerstückelt haben. Dann soll er die Leiche in mehreren Koffern in die Weser geworfen haben. Die beiden haben eine 6-jährige Tochter. Diese 6-jährige Tochter lebt derzeit bei einer Pflegefamilie. Sie muss dort leider leben, weil die gesamte Familie von Ekaterina, zum Beispiel ihre Mutter, in Russland lebt. Und die russische Familie kommt derzeit nicht an ihre Tochter ran. Neben dem derzeit aktuell laufenden Prozess vor dem Landgericht Bremen gibt es noch einen Nebenschauplatz. Und dieser Nebenschauplatz ist das Auswandererhaus in Bremerhaven. Mehr dazu jetzt in unserem ersten aktuellen Film hier auf Crimespot Doku. Ich bin Bastian Schlüter, der Crime Reporter.